Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft für Anfänger. Was ist Minecraft für Anfänger? Es ist ein 1.14 Survival Let's Play, in dem ich aber nicht einfach survivalen möchte, sondern ich möchte allen neuen Minecraft-Spielern, die sich Minecraft gerade gekauft haben oder noch keine Ahnung haben, einfach ein bisschen zeigen, wie die Survival-Welt funktioniert. Wir werden alles durchgehen von dem ersten Tag bis zum Besiegen des Enderdrachen. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los, setzen uns ein paar verschiedene Ziele. Zum Beispiel als allererstes mit Tag 1. Wir spawnen hier bei Mittagszeit und wir müssen gucken, dass wir bis zur Nacht zumindest eine sichere Behausung zusammenbekommen, weil nachts kommen nämlich die Monster raus. Alles fängt an mit Holz. Genau, wir haben hier schon Bäume. Wir tun einfach links klicken und haben die Faust Gottes. Denn wir können mit unserer Faust Holz abbauen. Mit Holz fängt immer alles an. Minecraft ist 10 Jahre alt und seit 10 Jahren fängt alles mit Holz an. Das ist nichts Neues, wird sich auch nie ändern, hat sich nie geändert und ist eigentlich auch ganz angenehm. Wir nehmen direkt mal ein bisschen Holz mit, weil wir haben ein bisschen Zeit. Etwa 10 Minuten, 10, 11 Minuten, bis der erste Tag rum ist. Da ist die Sonne. Und jetzt haben wir 5 Holzstämme. Wir drücken mal E, damit wir ins Inventar kommen. Und dann sieht das so aus. Oder wenn wir aufs Buch geklickt haben, sieht es so aus. Das Schöne ist, hier ist so ein Rezeptbuch für alle, die neu sind in Minecraft. Das ist relativ einfach. Früher musste man die Rezepte wirklich noch durch Probieren herausfinden. Wir haben hier unsere Handwerksecke. Damit machen wir die Grundcrafting-Sachen. Wir haben hier unsere Ausrüstung und hier unsere zweite Hand, also die linke. Wir können jetzt hier drauf drücken. Dann füllt ihr das hier automatisch aus. Oder wir können natürlich auch hingehen und tun mit Rechtsklick einen da reinlegen. Das geht auch. Und hier einmal links klicken, dann haben wir schon 4 Eichenholzbretter und es kommen neue Rezepte hinzu, weil wir die Ressourcen dafür haben. Wenn wir hier drauf drücken, wird einfach alles angezeigt. Wenn wir ein X haben, da wird nur das angezeigt, was wir auch wirklich gerade mit den Sachen in unserem Inventar machen können. Das hier ist unser Inventar. Okay. Wir wollen jetzt erstmal eine Axt und eine Spitzhacke machen. Das ist immer so der Grundausgangspunkt und dafür brauchen wir eine Werkbank. Wir drücken mal drauf. Für die brauchen wir die 4 Eichenholzbretter. Die Werkbank wird unser größter Freund für immer sein. Wir bauen die einfach mal hier hin. Wir können die nämlich wieder abbauen und mitnehmen. Klicken mit rechts drauf und sehen schon, hey, wir haben neue Rezepte. Ne? Was rot ist, können wir gerade nicht machen. Gut, wir halten erstmal Shift gedrückt und tun links klicken. Dann tun wir nämlich gleich das ganze Holz hier rein. Nochmal Shift gedrückt halten, links klicken und wir haben alle Eichenholzbretter. Daraus machen wir jetzt einmal 4 Stöcke. Und die tun wir so übereinander oder wir klicken halt hier an der Seite, ne? Und tun so 3 Holz drüber. Dann haben wir nämlich die Spitzhacke. Die wird hier nämlich gerade nicht angezeigt. Dann müssten wir hier durchgucken. So, dasselbe machen wir jetzt nochmal. 2 Holzstöcke und jetzt so das Holz. Dann haben wir eine Axt. Sehr gut, das ist unser Grundequipment. Damit können wir jetzt erstmal schon mal ein paar Bäume fällen. Und ich sehe da schon Kohle. Das ist sehr, sehr cool, dass wir direkt oben Kohle haben. Und hier der Baum hat auch schon einen Setzling fallen gelassen. Das heißt, wir können den wieder einpflanzen hier. Und da wächst irgendwann ein Baum draus. Mit der Holzaxt das hier wieder abbauen. Ja, die Werkzeuge haben unterschiedliche Haltbarkeiten für unterschiedliche Blöcke. Also wir sollten nicht mit einer Holzspitzhacke einen Baum abbauen. Das dauert erstens länger, wie wir sehen. Und zweitens schadet es der Holzspitzhacke viel mehr als der Axt. Wir sehen unter der Axt so einen grünen Balken. Das ist im Prinzip die Lebensdauer, die Axt noch hat. Und mit jedem abgebauten Block wird es halt weniger. Ja. Das Holz ist weg. Das Laub oder das Blattwerk fängt sofort an zu despawnen. Also es verschwindet und lässt halt so ein paar Sachen fallen, wie so ein Setzling oder auch mal ein Apfel, wenn wir was zu essen brauchen. Okay, ich sehe auch Pferde. Ich sehe Kühe. Das ist schon mal sehr gut. Da kommen wir zu allem. Die Pferde können wir zähmen und dann reiten, sodass wir schneller durch die Welt kommen. Da hinten sehe ich eine Wüste. Hier sehe ich ein ein Blumenbiom. Das ist sehr schön mit einem kleinen Berg. Da würde ich dann auf jeden Fall die erste Basis reinbauen. Und da sind Schafe. Schafe ist schon mal sehr gut, weil wir brauchen 3 Wolle für ein Bett, damit wir nämlich die böse Nacht im Prinzip verschlafen können. Ich nehme jetzt einfach die Axt, um die Schafe zu töten. So. Wir sehen unter unserem Fadenkreuz immer so einen Balken, der sich auflädt, ne? Den sollte man immer abwarten, damit man mehr Schaden macht, wenn man zuschlägt. Wenn man einfach so immer weiter klickt, dann lädt er sich nie auf und man macht eigentlich keinen Schaden. Ja, jetzt haben wir schon mal 3 Wolle und 3 mal Hammelfleisch.
Die Wolle ist schon mal gut fürs Bett. Das letzte Schaf, was hier war, das lassen wir einfach mal am Leben. Wir holen uns jetzt die Kohle. Boah, ist das schön hier. Hier werden wir uns alles aufbauen. Das ist mega schön. Okay. Da habe ich schon gesagt, habe ich Kohle gesehen. Kohle brauchen wir als allererstes, um Fackeln zu machen und unseren Ofen anzuschmeißen. Das heißt, wir nehmen die Spitzhacke, weil es ist Stein und ein Erz. Wir bauen das hier ab. So. Dann kommen da so grüne Bubbles raus, ne? So grüne Blasen da. Wupp, die kommen so zu uns geflogen. Das ist unsere Erfahrung und wir sehen halt über unserer Hotbar oder unter unserem Leben und Essen, dass wir schon Level 1 sind. Sehr gut. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Kohle. Ich würde auch sagen, dass wir gleich ein bisschen Stein mitnehmen, damit wir uns auch einen Ofen machen können und auch so ein bisschen die Grundressourcen haben. So, für einen Ofen, für einen normalen Ofen brauchen wir 8 Steine, deswegen nehme ich jetzt erstmal 8 mit. So, mehr nicht. Es gibt verschiedene Öfen seit der 1.14, aber wir starten, glaube ich, erstmal einfach mit dem Standardofen. So, wir können jetzt natürlich hier einmal hochklettern und mal gucken, ob wir in der Ferne was sehen, was erkennen können. Da ist auf jeden Fall eine Wüste. In der Wüste ist natürlich nicht allzu viel, ist nicht so spannend, aber trotzdem ist das hier schon sehr schön. So, wir können sogar hier in den Berg bauen. Da ist so eine kleine Höhle oder so ein kleiner Durchgang. Den können wir eigentlich schon nutzen. Ich mache es nämlich immer so, dass ich meine erste Behausung, mein erstes Haus, baue ich eigentlich immer in einen Berg rein. Weil das einfacher ist. Wir haben am Anfang nicht so viel Zeit, nicht so viele Ressourcen. Und da ist es halt einfacher, wirklich in den Berg zu bauen. So braucht man nämlich keine Wand- und Deckenressourcen und alles, sondern kann das einfach rausschlagen, eine Tür reinsetzen und fertig. Aus diesen Blumen hier, diese hier, das sind Maiglöckchen, können wir weißen Farbstoff später machen. Den wir jetzt eigentlich noch nicht brauchen, aber gut. Wir sehen jetzt, das Laub hier ist ineinander gewachsen. Ne? Wir haben den Baumstamm weggemacht, aber das Laub verschwindet nicht, weil es im Prinzip noch ineinander gewachsen mit dem Holz verbunden ist. Also müssen wir jetzt das nächste Holz auch noch wegmachen hier. Damit das Laub verschwindet und wir vielleicht noch ein paar Setzlinge bekommen oder eventuell auch mal einen Apfel, damit wir was zu essen haben. Den ersten Tag lang hält das Essen eigentlich ganz gut, aber spätestens am zweiten braucht man dann was. Und da werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern, denke ich mal. In der ersten Folge ist es erstmal die Grundregeln und Überleben. Das sind die zwei wichtigsten Dinge. Zum Überleben gehört natürlich auch Essen. Ich mache jetzt hier die ganzen Bäume weg, damit der Berg mal frei ist. Und dann gucke ich mir so ein bisschen die Höhle an, die da war. Und dann schauen wir mal. Eine Grundregel ist nie so unter die Füße. Ne? Also nie unter den Füßen irgendwie abbauen. Weil wenn ihr das macht, dann fallt ihr natürlich mit runter. Und gerade wenn ihr in Höhlen seid, kann es sein, dass ihr in Lava fallt und dann ist es schon vorbei. Dann habt ihr alles verloren, weil ihr unter euch die Lava freigebuddelt habt. Boah, guckt mal, wie schön das ist. Das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, später machen wir unsere Basis, machen wir da hinten hin, so schön am See. Aber wir gucken mal. So, hier haben wir schon mal einen Setzling. Die Blätter verschwinden noch. Da sehe ich einen Stock, einen Setzling. Leider sehe ich keinen Apfel. Schade. Gut, die Sonne geht langsam unter. Wir sollten gucken, dass wir jetzt anfangen, unser Zuhause zu bauen. Guck mal, hier ist so ein kleiner Durchgang. Finde ich eigentlich schon sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Und da ist noch Kohle, das ist auch sehr gut. Dann machen wir den Baum noch weg hier. So, genau das passiert nämlich, wenn man unter den Füßen abbaut. Und dann kann es wirklich sein, dass man sehr tief fällt oder in Lava fällt oder sonstiges. Das ist halt nicht so gut. Und da ist meine Holzaxt auch Geschichte. So, ich mache hier mit der Faust gerade so ein bisschen den Eingang auf. Sieht ein bisschen schöner aus. So. Wenn man natürlich jetzt am Anfang keine Schafe findet, ne, dann muss man die Nacht halt in seinem Zuhause verbringen einfach. Wir bauen die Werkbank hier hin. Dann gucke ich mal, dass ich vielleicht hier da eine Tür hinmache und hier vielleicht noch ein Fenster, dass wir rausgucken können. Aber schauen wir mal. Wir sehen schon das weiße Bett. Dafür brauchen wir 3 Wolle, 3 Holz, wie ich gesagt habe. So, das brauchen wir gleich. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal gerade, was wir fürs Lagerfeuer brauchen. Wir brauchen 1 Kohle, 3 Stöcker und wir brauchen entrindetes Holz. Okay. Oder Eichenholz oder so.
Aber wir können hier zum Beispiel Eichenholz draus machen. Aus 4 Stück kriegen wir 3. Das ist schon mal gut, das machen wir. Dann brauchen wir, was brauchen wir noch fürs Lagerfeuer? Wir brauchen noch Stöcke. Ja, die machen wir ja aus Eichenholz, das wissen wir. Und wir brauchen Kohle, das haben wir auch. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Stöcke. Und jetzt müssten wir ein Lagerfeuer machen können. Sehr cool. Warum mache ich ein Lagerfeuer? Das ist ganz einfach. Als erstes stelle ich das dann... ich guck mal, wo ich das jetzt hinstelle. Ich glaube, ich stelle es dahin. Oder hier. Hier stelle ich es hin. Erstens qualmt das. Wir sehen von sehr, sehr weit, wo wir wohnen. Ja. Und zweitens können wir unser Fleisch darauf braten. Wir brauchen nie wieder Kohle. Das ist einmal an, das ist immer an. Wir können mit Rechtsklick das Fleisch drauflegen und nach einer gewissen Zeit ist das gebraten. Dann brauchen wir nämlich den Ofen nicht und wir verschwenden keine Kohle. Das ist eine super Sache. Der normale Ofen, sehen wir aber jetzt, der ist hier. Den machen wir uns jetzt mal. Die 8 Bruchsteine brauchen wir dafür, wie ich gesagt habe. Und den stellen wir einfach mal hier hin. So. Dann machen wir uns gerade Fackeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir gucken mal, ob die hier schon drin sind. Habe ich sie übersehen? Nein, hier sind sie nicht. Okay. Da, das Fleisch fällt runter. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch schon mal was zu essen. Die Fackeln macht man mit einem Stock und einer Kohle drauf. Dann bekommt man 4 Fackeln. Wir müssen nämlich ausleuchten, weil die Monster spawnen im Dunkeln. Deswegen kommen die auch nachts raus. Und so sollte hier schon mal nichts passieren, dass hier Monster auftauchen. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir nochmal unser Holz, machen daraus so ein bisschen Eichenholz. Ich halte jetzt Shift gedrückt, um das ganze Holz da reinzulegen. Und mache so. Schon haben wir hier ganz viel Eichenholzbretter. Und dann können wir ja hier das Ganze mit dem Lagerfeuer ist jetzt natürlich ein wenig unpassend schließen. Ich mache hier mal gerade ein bisschen Platz. Dann können wir das ein bisschen vor dem Lagerfeuer schließen, weil das jetzt in die Wand einzubauen oder ins Haus ist natürlich ein bisschen, ist unschön und auch irgendwie uncool, weil ich wollte jetzt nicht an der Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Das geht zwar in Minecraft nicht, aber gut. So, dann tun wir das auch nochmal umbauen hier. Wir machen hier nochmal eine Axt draus. Stöcke. Wir haben noch ein bisschen Bruchstein, dann machen wir noch eine Axt aus Stein. Genau, das geht nämlich auch. Machen die hier mal weg. Und den mal gerade weg. Steht ein bisschen im Weg, ne? Und wir sehen schon, zwischen Holz- und Steinwerkzeugen ist schon ein großer Unterschied. Okay, pass auf. Dann machen wir hier noch. Ich höre einen Zombie. Hier ist ausgeleuchtet, also er wird wahrscheinlich oben drauf gespawnt sein. Wir sollten schnell die Wände zumachen, bevor der reinkommt. Also. So, hier lasse ich eine Zweierlücke für eine Tür. Und hier machen wir jetzt erstmal einfach. So, jetzt sollten wir hier noch eine Fackel hinhängen, weil wir haben die andere Fackel jetzt ausgesperrt. Natürlich nicht so cool. Jetzt kommen wir hier schon mal raus. Einmal die Werkbank hier hin. Und jetzt machen wir Türen. Hier sehen wir schon. So macht man Türen. Gut, jetzt müssen wir das hier oben auch nochmal zumachen. Nehmen uns gerade die Fackeln nochmal mit. Dann machen wir das so. Hier kommt dann eine Tür hin. Wir können auch eine Doppeltür nehmen. Guck mal, so und so. Sehr gut. Hier sind wir jetzt soweit eigentlich sicher. Jetzt stellen wir unser Bett auf. Einfach erstmal, wo Platz ist. Wir brauchen 2 Blöcke. Hier ist natürlich alles noch unschön, aber wir wollen ja erstmal überleben. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Ich mach mal den Block hier weg. Und da auch noch so ein bisschen, dass wir hier ein bisschen Platz in den Berg bekommen. Und dann stellen wir hier unser Bett hin. Legen uns schlafen. Und träumen was Schönes. Und damit habt ihr schon die erste Nacht überlebt. Man muss natürlich dazu sagen, in den Optionen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen und bei normal können die Zombies die Tür einschlagen. Also wenn die einmal euch im Visier haben und auf euch losgehen, dann können die Tür einschlagen. Ne? Aber das hatten die jetzt ja nicht. Wir schlafen bis zum Tagesanbruch, es ist wieder hell und das Schöne für die Monster oder das Schöne für uns, das Unschöne für die Monster ist, im Sonnenlicht verbrennen sie. So ein bisschen vampirmäßig, aber wir gucken mal,
Irgendwo hier haben wir doch ein Zombie gehört. Da war ein Rauchwölkchen. Gucken wir mal. Hier war doch ein Rauchwölkchen. Ist der hier? Guck gerade, ob der irgendwo was verloren hat. Leider. Doch hier, da. Zombiefleisch. Er ist verbrannt in der Sonne. Und jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe. Oh, da ist, glaube ich, eine Höhle. Das ist auch sehr gut. Wir haben hier wirklich sehr viel Glück mit unserem Spawnpunkt. Hier ist noch ein Setzling von den Bäumen, die wir gefällt haben. Die Items bleiben 5 Minuten lang liegen. Dann despawnen die. Also dann verschwinden die. Man sollte die schon relativ zeitnah einsammeln. Hier ist unser Lagerhaus. Ne? Also unser Lagerhaus, unser Lagerfeuer. Und das kann man von sehr... Oh, guck mal, da ist eine Savanne. Wir haben hier viele Biome nah beieinander. Das ist sehr, sehr schön und auch sehr, sehr gut. Okay, damit haben wir den ersten Tag geschafft. Die erste Nacht haben ein kleines Zuhause. Haben ein bisschen kennengelernt, wie das Craften funktioniert, wie die Werkbank funktioniert. Dass wir ein Lagerfeuer super für Essen benutzen können. Und ich würde sagen, das war Tag 1 in Minecraft für Anfänger. Ich hoffe, dir hat die erste Folge von Minecraft für Anfänger gefallen und du konntest noch ein bisschen was lernen. Wenn du neu in Minecraft bist und noch viel, viel, viel mehr dazu lernen möchtest, dann kannst du gerne dabei bleiben, den Kanal abonnieren und wenn nicht geschehen, das Video liken. Von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft für Anfänger. Ciao mit einem Setzling.